Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 4. April 2019, Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Jetzt besteht die Möglichkeit, unsere Träume zu verwirklichen. Besonders bei den Männern gibt diese Chancen, etwas im Tat umsetzen, das, wovon sie träumen. Aber diese Chancen, auch wenn gering, aber das haben wir Frauen auch. Wichtig ist aber nicht nur die Träume sehen und überlegen, wie können wir das verwirklichen, sondern welche Einflüsse, welche Botschaften kommen von außen. Das kann traumhaft schön sein, aber kann auch traumhaft schön verpackt zu sein, hat aber mit der Realität, mit der Wahrheit gar nichts zu tun. Und dann kann ein Traum Albtraum werden. Was nähert sich? Oh, Kontakt von Ausland oder Gedanken über eine Reise oder Fremdsprache. Bei vielen Menschen ist möglich, dass sie eine wichtige Nachricht bekommen von Ausland. Und das war Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.